Simon, 12 Jahre behauptet, ich erkenne mehr Songs nur anhand der Bassspur als Nora Tschirner. Simon und Nora bekommen abwechselnd je 4 kurze Basssequenzen bekannter Rock- oder Popsongs vorgespielt. Nur anhand der Bassline müssen sie den Titel und Interpret richtig benennen. Wer mehr Songs richtig erkennt, gewinnt das Duell. Simon beginnt. Im Falle eines Gleichstandes gibt es ein Stechen. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Die erste Aufgabe für Simon. Simon, ganz kurz, bevor du antwortest, hat irgendeiner von euch eine Ahnung? Also nichts sagen, nur... Schwierig. Mhm. Nicht wirklich. Aber Simon hat hoffentlich eine Ahnung. Get Lucky, Daft Punk feat. Pharrell Williams. Daft Punk featuring Pharrell Williams. Get Lucky, sagst du? Jetzt bin ich gespannt, ob das richtig ist. Simon, richtige Antwort, dein erster Punkt. Nora, deine erste Aufgabe. Bitte schön. Ich hab keine Ahnung. Also fürs Tanzen alleine gibt es keinen Punkt. Du hast dich jetzt Ich hänge so richtig baumeln nur noch so an den Fußspitzen aus dem Fenster, denn es ist Justin Timberlake mit Can't Stop the Feeling. Stimmt's? Ja. Okay, Fabian. Der wunderbare Justin Timberlake. 1:1. Einstieg geglückt. Simon, deine zweite Aufgabe. Stevie Wonder, I wish. I wish, dass das richtig ist. Huh? Stevie Wonder, I wish. Das ist super. Richtige Antwort. Simon, dein zweiter Punkt. Und es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man hört die Bassländer und denkt, was ist das nur, was ist das nur? Wenn man dann den Song dazu hört, sagt man, na klar, logisch, ja. Also, Nora, zweite Aufgabe. Hier ist die nächste Herausforderung. Das ist Nena mit 99 Luftballons. Sicher? Ja. Das würde mich sehr überraschen, weil es klang irgendwie anders. Dann hoffe ich, du hast ein bisschen Zeit für mich. Mhm. Wenn es stimmt, schauen wir mal. Bravo,
Richtige Lösung. Zweiter Punkt für Nora Tschirner und die dritte Aufgabe für Simon. Mark Ronson, Uptown Funk, feat. Bruno Mars. Ah, das klang, das ging auf jeden Fall in die Richtung, ja. So, wir haben die Lösung parat. Bravo. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk, bringt Simon den dritten Punkt. Nur jetzt heißt es dranbleiben. Ja? Deine nächste Aufgabe. Baby, can't you see? I'm calling, a guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Man hat, das kannst du nicht verstehen, Simon. Aber als Frau in meinem Alter hat man so relativ selten die Chance, Britney Spears schlecht vorzumachen, dass ich jede Chance ergreifen muss. War Britney Spears mit Toxic im besten Lied aller Zeiten. Sorry, muss man einfach so sagen. Muss man einfach so sagen. Tolles Lied. Megasong. Ja, ja, ja. Und hier kommt es jetzt in ganz. Oh, die Hoffnung trägt Nora zur Auflösung. Und wir biegen auf die Zielgerade ein. Wer entscheidet das Duell für dich? Gehen wir ins Stechen? Ja, bitte. Ja. Oder? Du hast nicht, so wie es momentan ausschaut, läuft es geradewegs cool darauf zu. Simon, volle Konzentration, deine vierte und letzte Aufgabe. Red Hot Chili Peppers, Aeroplane. Ja, er macht da nicht lange Faxen, nö, ne? Das ist ja sehr klar und deutlich, der Simon. Ja? Simon kann's halt. Ja, Red Hot Chili Peppers, Aeroplane. Fabian. Vierter Punkt für Simon und Nora. Mhm. Alles nichts, oder? Mhm. Deine letzte Aufgabe. Oh, das ist gemein. Da verwechsel ich immer zwei. Ich würde behaupten. Willst du mal hören? Nee. Nicht kippeln. Ich würde behaupten, dass das. Also, weil das ist eigentlich echt peinlich. Wenn ich das nicht weiß, ist es peinlich. Das erkläre ich hinterher warum. Ich würde behaupten, das ist. Oh Gott, das ist bestimmt falsch. Maroon 5 und Moves Like Jagger. I'm going down. Simon, Simon, sag du es mir. Simon, wenn wir Freunde wären. Maroon 5, Moves Like Jagger. Der Schluss, da war manchmal so ein Schluss dran, den ich vermisst habe, aber ich... Moves Like Jagger? Bitte. Okay. Oh nein, fuck. Bisschen vorsichtig, weil die Möbel... Entschuldigung, oh Gott, Verzeihung, dass ich meinte, Dachs.
Dax. Oh, der Dax. Okay, Auflösung. Entscheidung oder Stechen? Yes! Stark, oder? Oh. 4 zu 4. Das wär's echt, das wär was, das hätte was gegeben. Oh, oh, damit kommen wir zur engsten, zur härtesten aller möglichen Entscheidungen. Wir kommen zum Stechen. Ihr habt beide einen Buzzer vor euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Das ist zu viel für meine Hände. Nerven. Hände weg vom Buzzer. Was muss man den Händen vorher machen? So oder darf man schon so oder muss ich man... Ich sage, ihr Hände unten lassen. Hände, und hast du gesagt, ja. Ich höre schon gar nicht mehr zu. Hände an die Hosennaht und dann... Simon, irgendwas davon, was halt am schnellsten geht. Darauf kommt doch kein normaler Mensch, ne? Okay, Konzentration, hört gut zu. Hier kommt die letzte Aufgabe, die die Entscheidung bringt. Hier ist unser Stechen. Was war das? Ich bin völlig irritiert. Naja, du hast auf jeden Fall erstmal auf den Buzzer gehauen und glücklicherweise hast du ihn nicht kaputt gemacht, aber du warst schneller. Und jetzt habe ich schon wieder das Lied vergessen. Auch nicht gut. Jetzt müsstest du doch antworten und am besten sofort. Got to be real von Cheryl Lynn, nein. Was? Nein, Cheryl Lynn, got to be real, nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber behaupte, ich bin Cheryl Lynn, got to be real. Keine, ich habe keine Ahnung. Du warst auf jeden Fall schneller am Buzzer, aber das ist... Ich würde das nehmen, aber das ist falsch, ne? Ja, das ist falsch. So, das bringt Simon jetzt die Chance zu antworten. Oh nein, und er weiß es natürlich, wenn ne? Wenn er jetzt, das ist jetzt richtig doof antwortet, dann hat er gewonnen. Das ist antwortet er doof. Auch falsch? Simon, wenn wir Freunde wären, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Mhm. Ich bin fast 37 Jahre alt, das ist auch eine Frage des Respekts. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Natürlich weiß der das, komm, Leute. Simon. Das ist halt der Simon, der mach weiß halt sie sowas. Mach sie fertig, Simon, sag's uns. Ed Sheeran, Shape of You. Oh nein, dieser Typ hat mich die ganze Zeit genervt. Natürlich, es ist einfach so, wie Simon sagt. Ja? Ed Sheeran, Shape of You. Es ist erst dann Ed Sheeran, wenn wir auch Ed Sheeran nee, hören. Es ist halt Ed Sheeran. Du sagst Ed Sheeran, Shape of You. Das ist sowas von Ed Sheeran. Fabian. Oh Gott. Niemals erkannt, gell? Im Leben nicht. Es ist der Sheeran, Shame of You. Und damit gewinnt Simon aus Gänsendorf das Bassduell. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt's die hier in der Mediathek und hier gibt's das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.